Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es um das Lösen von Bruchgleichungen. Wie immer das Lieblingsthema vieler Schüler. Nein, Spaß beiseite. Das Problem ist einfach, dass sehr viele Sachen ineinander greifen. Wir brauchen Begrifflichkeiten und wir brauchen eine Strategie. Ja, ich habe nochmal links oben den Zähler. Das ist immer oben bei einem Bruch und rechts unten der Nenner. Ich habe nochmal diese Begrifflichkeiten allein hier notiert. Und wir fangen mal an mit dem allerersten Schritt. Der erste Schritt ist immer, dass wir die Definitionsmenge bestimmen. Und zwar im Nenner eines Bruchs darf nämlich keine Null stehen. Eine Division durch die Null, die ist schlicht und ergreifend nicht definiert. 48 durch 0, wenn ihr das eingebt, den Taschenrechner, kommt meist Syntax-Error oder ein Fehler, eine andere Fehlermeldung, weil es schlicht und ergreifend nicht geht. 0 durch 48 wäre aber möglich. 0 durch 48 bedeutet bildlich gesprochen, ihr habt 0 Pizzen und 48 Menschen, die wiederum da eine Pizza gern haben wollen. Wenn ich aber nichts habe, kann ich nichts verteilen. Das heißt, 0 durch 48 geht, 48 durch 0 wiederum nicht. Und genau das ist das, was wir bei der Definitionsmenge jetzt brauchen. Wir müssen suchen, welche Zahl darf ich im Nenner jetzt nicht reinschreiben für die Variable, sodass ich hier entsprechend eine 0 erhalte. Und das ist unsere erste Leistung, die wir hier suchen müssen. Um das wiederum gelingen zu lassen, gibt es diverse Strategien, das werdet ihr dann sehen bei meinen insgesamt 9 Beispielen, wie wir hier loslegen. Ja, ich schreibe jetzt hier mal auf, was wir im Nenner haben. 2x ist gleich 0, das ist unser Nenner. Und ihr könnt es ganz normal umformen, das ist jetzt natürlich völlig überdimensioniert, meine Vorgehensweise, aber ihr werdet merken, man macht es immer genau gleich. Und 2x ist gleich 0 wird ja dann 0, wenn entsprechend das x, die Variable hier, 0 ist. Ihr könnt das Ganze natürlich auch ganz klassisch umformen, wie ihr das bereits aus dem Bereich der Gleichungen kennt. Und zwar durch geteilt durch 2. Dann habt ihr x gleich 0 entsprechend hier stehen und habt dann für diesen Wert x gleich 0, wenn ihr das jetzt einsetzen würdet oben für die Variable, dann hättet ihr im Nenner unten die 0 stehen. Und das ist schlicht und ergreifend nicht erlaubt. So, wie schreibt man das jetzt das Ganze auf? Ihr seht es rechts schon entsprechend erwähnt. Ja, und links werde ich jetzt gleich nochmal diese Definitionsmenge sauber notieren. Ihr schreibt die immer so, ein D mit so einem doppelten Strich drin, das bedeutet Definitionsmenge. Dann haben wir ein R entsprechend. Dieses R ist eine Zahlenmenge. Viele schreiben auch Q. Q ist die Menge an entsprechend rationalen Zahlen. R ist die Menge an reellen Zahlen. Ja, das sind im Prinzip alle Zahlen, die ihr soweit kennt. Eine Zahlmenge also. Prinzipiell sind also erstmal alle Zahlen erlaubt, außer, und das kennzeichnen mit diesem Querstrich, der jetzt gleich kommt, der Querstrich symbolisiert, diese Zahl ist jetzt nicht erlaubt. Und die schreibe ich in die Klammer rein, und zwar eine geschweifte Klammer. Und zwar die 0 ist die verbotene Zahl. Wenn ich die wiederum einsetzen würde, dann hätte ich im Nenner eine 0 und das ist ja verboten, haben wir schon geklärt, weil durch 0 nicht dividiert werden darf. Das funktioniert einfach nicht. Der Querstrich nochmal, das heißt ohne, alle anderen Zahlen sind wie gesagt prinzipiell erlaubt und möglich. Nachdem wir jetzt diesen ersten Schritt durchgeführt haben und nochmal bei jeder Bruchgleichung beginnt ihr genau auf diese Art und Weise, kommen wir zum zweiten Schritt. Ihr seht es schon auf der rechten Seite eingeblendet. Der zweite Schritt ist immer, dass man den Hauptnenner bestimmt und mit ihm dann entsprechend durchmultipliziert. Ja, Bruchrechnen mögt ihr nicht, ich auch nicht besonders, deswegen müssen wir gucken, dass die Brüche entsprechend wegkommen, dass wir entsprechend mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren. Das Ziel soll sein, dass die Brüche verschwinden, in Anführungszeichen. Ich schreibe nochmal die Aufgabe entsprechend hin, dass wir nicht mehr hochscrollen müssen. 48 durch 2x gleich 8. Ja, bei solch einfachen Aufgaben, die wir jetzt hier vor uns sehen, ist natürlich der Hauptnenner prinzipiell schon klar. Wir haben ja nur entsprechend einen Nenner. Ja, ich markiere den gleich nochmal, dass ihr es auch seht. Es gibt ja nur den hier, nämlich die 2x. Wenn wir mehrere Nenner hätten, ist es nochmal was anderes. Das kommt in meinen anderen Beispielen. Wenn ihr nur einen einzigen Nenner habt, dann ist es gleichzeitig auch der Hauptnenner. Und wenn ihr jetzt mit diesem Nenner durchmultipliziert, dann sorgt ihr im Prinzip dafür, dass der Bruch verschwindet. Und egal, ob ihr mehrere Brüche habt oder nur diesen einen, das Ziel ist immer Hauptnenner. Multiplikation bedeutet, Brüche verschwinden. Und dann können wir relativ simpel und ohne Brüche weitermachen. Dieser Schritt, der ist für viele Schüler sehr schwierig, gerade im Anfangsunterricht.
Und wenn man diesen Schritt bewältigt hat, dann kommt man zum normalen Gleichungslösen, was wiederum auch herausfordernd ist. Hier seht ihr jetzt diesen Hauptnenner mal 2x und mit dem multiplizieren wir durch. Ja, ich schreibe es nochmal ausführlich hin, auch mit einer anderen Farbe, in rot geschrieben, mal 2x. Wichtig ist auch, dass ihr die rechte Seite, alles muss mit 2x multipliziert werden, weil ihr dürft den Wert der Gleichung ja nicht verändern. Das heißt, links und rechts soll ja immer noch dasselbe stehen, wertgleich sein. Das hatten wir beim Thema Gleichungseinführung ja auch bei meinen Videos schon mal besprochen. So, jetzt kann man natürlich hergehen und das Ganze kürzen. Ich nehme hier dazu einen anderen Stift. Ihr seht es jetzt, mit blau kürze ich das raus. 2x und 2x kann man kürzen. Auf der linken Seite bleibt dann noch 48 stehen und rechts 8 mal 2x sind 16x. So, nun formt man die Gleichung um und ihr seht, wie einfach das jetzt schon ist. So wie man das gewohnt ist bislang vom Gleichung lösen, nämlich mit Gegenoperation von mal 16. Und die wäre hier in diesem Fall geteilt durch 16. Und schon kommt man ans Ziel. Mehr Schritte sind dann faktisch auch gar nicht zu lösen. Nochmal dieser erste Schritt und der zweite Schritt, also Definitions- und Hauptnennerfindung, das ist das Problem und das bereitet vielen Schülern die Schwierigkeiten. Genau, geteilt durch 16, ich habe schon gesagt, dann haben wir hier 48 durch 16 noch stehen. Und es ist dann gleich x und klar, das kann ich natürlich kürzen und da kommt die 3 entsprechend raus. Die Lösungsmenge notieren wir, aber bevor wir im Prinzip diese Lösungsmenge uns final wirklich notieren können, müssen wir dann auch den fünften Schritt immer im Auge haben. Die Lösungsmenge, bevor wir den fünften Schritt noch machen, noch ganz kurz, man schreibt so ein doppeltes L und eine geschweifte Klammer und in die geschweifte Klammer rein kommt dann die Zahl, die man als Ergebnis herausbekommen hat. Was ich schon gesagt habe, man muss nun im fünften Schritt den Vergleich der Definitions- und der Lösungsmenge machen. Beide Werte dürfen nicht übereinstimmen. Die Definitionsmenge, das waren ja alle Zahlen, die erlaubt sind prinzipiell, aber eine Zahl, die man nicht einsetzen darf, die wird da definiert. Nämlich wenn man zum Beispiel hier bei unserer Aufgabe ja entsprechend die 0 einsetzen würde, dann wäre im Nenner die 0 und das funktioniert so nicht. Ja? Durch 0 darf man ja bekanntlich nicht dividieren. Jetzt muss ich herausfinden, ist die Lösungsmenge und die Definitionsmenge gleich groß? Falls es so sein sollte, dass diese Werte identisch sind, dann hat die Gleichung keine Lösung, obwohl ihr einen Wert erhalten habt. Und dann schreibt man das wie folgt, das seht ihr auf der rechten Seite, mit der sogenannten leeren Menge. Das heißt, man macht eine geschweifte Klammer und schreibt nichts hinein. Das heißt, die leere Menge bedeutet in dem Fall keine Lösung. Ja, bei uns ist glücklicherweise so, dass es nicht identisch ist und deswegen haben wir die Lösung 3. So, eine weitere Aufgabe, um das Ganze zu vertiefen. Wir haben jetzt hier, steigern uns in der Schwierigkeit. Wir fangen auch hier entsprechend an mit unseren entsprechenden Schritten. Erster Schritt Definitionsmenge. Zweiter Schritt, nachdem die Definitionsmenge steht, ist die Hauptnennersuche. Ja, wir haben hier auch nur einen einzigen Nenner. Deswegen ist hier die Definitionsmengenfindung natürlich nicht so schwierig. Prinzipiell sind alle Zahlen erlaubt. Aber welche Zahl ist nicht? Was darf ich logischerweise für diese Variable im Nenner nicht schreiben? Überlegt mal, was darf da nicht kommen? Und es ist eigentlich relativ schnell klar, wenn für x die 0 steht, dann habe ich hier ein Misslingen. Das heißt, dann steht 10 durch 0 und das darf nicht stehen, weil 10 durch 0 ist nicht definiert. Deswegen ist es gleichzeitig die Definitionsmenge R in Klammer 0. Ja, der Hauptnenner ist dann logischerweise auch x, weil wir haben ja nur einen Nenner. Und jetzt muss mit diesem Hauptnenner x durchmultipliziert werden. Das mache ich gleich wieder mit einer anderen Farbe, sodass sich das für euch gut sichtbar auch entsprechend abhebt. Mal x. Das Ziel ist ja nun, dass wir entsprechend auf der linken und auf der rechten Seite dasselbe machen. Sprich, überall muss mit mal x multipliziert werden. Und ganz wichtig auch da dabei ist, dass ihr vielleicht am Anfang auch für diesen Hauptnenner eine andere Farbe nehmt. Um das nochmal hervorzuheben. Wichtig hier jetzt, auch das 10, die 10 muss mit mal x multipliziert werden und auch die 12 auf der rechten Seite wird mit mal x multipliziert, dem Hauptnenner. Nun muss sich ja entsprechend der Nenner rauskürzen, der einzigste Nenner, nämlich das x. Das passiert hier natürlich, das ist klar, wir nehmen am besten eine andere Farbe zum Kürzen und sehen jetzt, wie ich x gegen x kürzen kann. Es bleibt dann noch übrig der Wert 10. Plus 10x ist gleich
12x. Jetzt kommen wir zu den letzten Schritten. Wir formen jetzt ganz normal um mit minus 10x, bringen also die Variable auf die rechte Seite rüber. Links steht dann noch 10 ist gleich 2x, dividieren durch 2 und erhalten dann 10 halbe gleich x und 10 halbe sind natürlich 5. 5 gleich x. Wichtig ist auch nochmal, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, schreibt wirklich das in der Bruchschreibweise, da tut ihr euch viel, viel, viel leichter und vermeidet auch Fehler. Das habt ihr in meinen anderen Videos ja schon entsprechend gesehen. Ja, jetzt müssen wir wieder vergleichen. Hier oben haben wir die Definitionsmenge mit 0, die nicht erlaubte Zahl. Hier haben wir die 5 als Ergebnis, das heißt, beide Zahlen sind nicht identisch. Wir können folglich die Lösungsmenge von 5 auch notieren. Wären jetzt beide Werte identisch, müssten wir eine leere Menge schreiben. Das haben wir aber nicht, da beide unterschiedliche Werte haben, geht die 5 als Lösungsmenge hier rein und wir sind fertig. Mhm.